Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox und willkommen zu Emergency Life Heaven. Und dieses Spiel wurde erstellt von der Unterstrich Palexify Gamer 123. Und da gucken wir natürlich auch gemeinsam rein. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wie hässlich will man sein? Ja, sehr schön. Und ja, es wurde schon geschrieben, dass hier keine Autos existieren. Warum auch immer. Ich finde, man sollte schon Autos hineinbringen in so ein Game. Und so einen Car-Spawner hier irgendwo hinzustellen, wäre auch nicht verkehrt. So, wir gehen einfach mal bis da vorne zum Gebäude hin. Ihr seht es natürlich auch wieder in Katzen, das will ich nur schon mal gesagt haben. Und da sind wir auch schon angekommen an dem Gebäude. Ich weiß halt nicht, welches Gebäude das sein soll. Vielleicht ein Polizeigebäude? Oder ein Krankenhaus? Hallo? Ist hier jemand? Da können wir hin. Warte mal, da gehen wir auch mal gucken. Oh, hier ist das Glas noch mit einer Collision versehen. Das sollte vielleicht noch geändert werden. Ist das hier genauso? Ja. Was war denn das Grüne gerade? Ist das ein... Achso, das ist Licht. Okay. Ich würde ja gerne die Bank ausrauben, aber kann ich irgendwie nicht. Nö, das will ich irgendwie nicht. Was ist das hier? Ah, das ist wahrscheinlich so ein kleiner Fehler von hier. Wohl? Joa. Ein weißer Part, der in der Wand drin hängt. Super. Ich denke mal, das ist die Bank hier, oder? Also, ich bin mir da irgendwie 100% sicher. Weil ein Tresor hat halt kein Polizeipräsidium oder ein Krankenhaus. Also würde ich schon sagen, dass das definitiv die Bank ist. Steht das vielleicht auch hier draußen? Nö, steht nirgends. Nee, es gibt hier leider kein Schild, wo die Bank draufsteht. Hallo Schneemann. Wie geht's dir, Schneemann? Ich hoffe, dir geht's gut, Schneemann. Super, das freut mich, Schneemann. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir eine überstrahlte Villa? Ist das eine Villa? Ich glaube ja. Weil da leuchtet schon wieder alles sehr krass irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier oben Peter, die kommen. Okay. Also es ist, denke ich mal, noch nicht fertig, würde ich jetzt mal schätzen. Umkleidekabine. Vielleicht ist das auch gerade hier so ein bisschen die Spielwiese, wo ein bisschen was aufgebaut wird. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Ja, ich glaube, das ist das. Oh, nee. Oh, da hinten haben wir noch mehr. Was finden wir denn da? Sieht aus wie ADAC. Ist schwarz-gelb. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Wir gehen einfach mal hin. Vielleicht gibt es auch Taxis oder sowas. Also Fahrzeuge gibt es halt, wie schon gesagt, noch nicht. Warum man den Spawner auch nicht eingeführt hat, weiß ich selbst nicht. Aber die gibt es hier nicht. Und er hat auch schon dazu geschrieben, dass er von 6.25 Uhr, glaube ich, bis 12.55 Uhr keine Zeit hat. Und da dachte ich mir so, ja, dann gehe ich einfach trotzdem rein, weil da habe ich nämlich Zeit zu dieser Zeit. Klingt ein bisschen komisch, I know. Aber, ja, für mich ist es halt angenehmer, dann da ein Video aufzunehmen, es zu schneiden und dann hochzuladen. Passt immer perfekt so in den Zeitrahmen. Oh, da hinten hat es aber nicht geschneit. Ja, wir kennen das alle. Die Border, wo es nicht schneit. Ich habe mal einen Sound angemacht, damit man auch mal hört, wie wir hier durch den Schnee stapfen. Sehr intenser Sound. Ach, ich glaube, das ist ein Wohnhaus da vorne. Oh. Okay. Oh, der Sound hier auf den Steinen ist ja auch sehr intens. Ich weiß gar nicht, sind das Sounds, die von Roblox eigentlich kommen? Sind die da mit in diesem Terrain mit drin? Das frage ich mich sehr häufig. Privatbesitz, betreten verboten. Scharfe Wachhunde. Was? Überlebende werden strafrechtlich verfolgt. Was für Hunde sollen denn hier sein? Also bis dato habe ich jetzt hier keine Hunde gesehen. Hundis, wow, wow. Da kommt. Wo seid ihr denn? Hier scheint nirgends ein Hund zu sein. Boah, der Sound klingt aber hier richtig dumpf irgendwie. Was ist hier passiert? Warum flackert denn hier alles? Ist ja wie eine Disco. Nice. Also da konnten wir auch nichts machen. Wie können wir denn rennen? Oh, warte mal, was steht denn hier? Oh, warte mal. Ja, ich finde das halt ein bisschen blöd, wenn man es... Medic Team Interact. Self. Wir können uns so Sachen anlegen, oder wie? Energy Drink. Ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Ach, hier haben wir ein Juwelier. Ah,
Okay, können wir den ausrauben? Irgendwie nicht. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, der kam mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Machen wir mal 2500. Submit. Und da haben wir schon 2500 auf der Hand jetzt. Was ist das denn hier? Das hier muss ganz schnell weg. Ganz schnell. Finden, einfangen, wegsperren. Ganz, ganz wichtig. Kann ich hier was eingeben? Funktioniert das wie ein Taschenrechner? 77 plus 5. Sind wir bei 82. Zack. Ey, der funktioniert sogar. Ist ja geil. Aber warum sind die Gebäude alle so weit auseinander? Warum ist denn hier dieser Juwelier? Da hinten in der Stadt ist, glaube ich, so gut wie nichts. Da gehen wir aber gleich nochmal gucken. Und da hinten ist schon wieder was. Und da ist auch schon wieder was. Und vergiss nicht, da hinten ist auch was. Und da hinten ist auch was. Also hier hinter den Bäumen. Ich finde das ein bisschen komisch, warum die Sachen so weit auseinander sind. Kleine, schöne Stadt, wo alles direkt in Reichweite ist, finde ich viel geiler. Ja. Hier haben wir noch einen kleinen Grünstreifen. Was ist denn das? Ist das ein Krankenhaus? Ach nee, Domino's Pizza. Ach Gott, ja. Das beste Krankenhaus ever. Domino's Pizza. Ach nee. Ach nee, die werden auch schon wieder hier gesucht. Ach Gott, was haben die denn verbrochen? Eieieiei. Ja, das ist Domino's Pizza. Wisst ihr, was das Geilste aber in Domino's Pizza ist? Dass es normalerweise sowas ist, wo die halt Pizza machen. Aber hier gibt es nicht mal einen Ofen. Wo ist denn der Ofen? Also ich frage sowas ungern, aber hier muss ja ein Ofen wenigstens rein, dass die Pizzen auch gemacht werden können. Oh, ich habe einen Paycheck bekommen. 450 Dollar. Na, vielen lieben Dank. Was haben wir hier? Kann das jetzt das Krankenhaus sein? Wer weiß, wer weiß. Entrance. Okay. Moment, wir probieren es nochmal. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Nee, wir kommen da nicht hoch. Hier unten soll der Entrance sein. Warum kommen wir denn da nicht durch? Hallo, ich will da rein. Aber ich finde das auch immer wieder schön, dass hier Sachen auf Deutsch stehen, wie Umkleideraum, Büro, Büro. Dann haben wir hier noch Büro, Büro, Büro. Und dann haben wir hier Entrance und die Lobby. Joa. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir da nicht reinkamen. Naja. Das da vorne wird das Gefängnis sein. Und da sind wir auch schon im Gefängnis drin. Wir müssen halt nur den Eingang finden. Ah, da vorne wird das sein, ja. Oder? Ist das. Nee, das hier ist so eine Scheibe. Nee, das ist nicht der Eingang. Ach, wir haben sogar Essen und Trinken, was wir verlieren. Moment. Müssen wir mal Medic machen. Was haben wir denn hier nochmal gehabt? Others. Lotbig? Nee. Energy Drink. Keine Ahnung, ob das was bringt. Da haben wir noch irgendwas anderes hier? Oh. Ist das ein Bottle? Okay, gut. La 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 la. Ich bin heute im Gefängnis. Ui, das ist so wundervoll. Sehr, sehr komisch. Ich suche gerade den Knopf. Vielleicht gibt es hier irgendwas mit Inventar. Ich kann auf dem Boden schwimmen. Ist ja nice. Heiße Sache. Cool. Hier sind schon wieder die ganzen Scheiben. Die haben alle wieder eine Collision. Wie eben in der Bank. Wo sind wir denn hier? Das sind Büroräume. Okay. Da vorne kommen wir raus. Hier ist auch alles sehr weihnachtlich. Sehr schön. Schon wieder so Baracken. Ich will doch nur ins Gefängnis rein. Oh, vielleicht hätte ich auch einfach die Tür nehmen können. Huch. Na, ja, ab hier geht es mal wieder nicht weiter. Schade. Obwohl, da könnte man eigentlich rein, wenn ich das so sehe. Sehr komisch. Hallo, Schneemann. Auf einmal fängt sie an zu schneien. Ist ja wundervoll. Wenn es nicht nur dieser kleine Bereich wäre.
Kann mir gut vorstellen, dass das hier die Feuerwehr ist. Ja, das sieht danach aus. Hier kommen wir auch wenigstens wieder rein. Das ist doch sehr schön. Ach, hier können wir überall durchlaufen. Okay, das ist super. Oh, wir können uns hier umkleiden. Oder? Nee, doch. Doch. Doch nicht. Nee. Können wir leider doch nicht. Hm. Schade. Aua. Ich bin nur von da oben runtergesprungen und habe mir fast das Bein gebrochen. So, ich habe mich mal zurückgesetzt, damit wir wieder am Anfang sind, da wir eigentlich eben auch gespawnt sind. Oh, was haben wir denn hier im Kalender? Heute dürfen wir das 7. Türchen öffnen. Ach so, ah. Ah, natürlich. Okay. Ja, ist cool gemacht. Ist cool gemacht. Das heißt, man kauft es ein und man bekommt es. Also das ist dann nicht nur im Spiel, denke ich mal, sondern auch ja im Inventar. Ist schon cool. Ach, du supportest damit Kiwini. Ah, das sind nämlich die ganzen Items von Kiwini. Also zumal die Hüte und sowas, die kenne ich. Und ich weiß nicht, ob es die Haare auch sind. I don't know. Ja, hier haben wir die DHL-Station. Ah ne, die DLH-Station. Okay, ey, sehr gut. Sehr gut den Markenrichtlinien entsprechend geworden. DLH. Ja. Aber das Logo ähnelt halt immer noch sehr dem Originalen. Da muss man halt trotzdem mal aufpassen, ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Was steht hier? Autohaus. Okay. Wie schon gesagt, leider gibt es hier noch keine Autos. Aber die werden wahrscheinlich in der nahen Zukunft irgendwann reinkommen. Wundervoll. Ist das hier eine Tiefgarage? Ich glaube ja. Da gehen wir auch nochmal gucken. Jupp, ist eine Tiefgarage. Sehr schön. Ja, bis dato sind wir hier eigentlich durch. Also wir haben jetzt eigentlich schon fast jedes Gebäude, glaube ich, inspiziert, gesehen, wie auch immer. Ich finde es halt ein bisschen zu viel und zu großflächig gebaut. Das heißt, ich hätte eher... Oh, danke schön für den Paycheck. Ich hätte das eher ein bisschen zusammengehalten. Das heißt, dass es nicht so großflächig ist. Zumal man ja auch sagen muss, dass man ja immer noch kein Auto hat. Was man schon am Anfang direkt eigentlich einbringen sollte, bevor man so ein Spiel rausbringt. Ich hätte wahrscheinlich die ganzen Gebäude und so weiter, hätte ich ein bisschen zusammengesetzt. Das heißt, dass hier vielleicht ein paar Gebäude stehen und dann irgendwann erweitert. Weil sonst muss man wirklich zu lange laufen und ja, man sieht wahrscheinlich so gut wie kein Spieler, wenn er da hinten ist und ich bin dann hier. Ist dann schon ein bisschen komisch. Ich komme leider auch nicht in die Häuser rein. Oh, hier vielleicht? Nee. Nee, da auch nicht. Ich dachte, weil das Fenster so offen ist. Also das würde ich vielleicht nur überarbeiten, dass man wirklich hier alles hinpackt irgendwo, damit es halt auch nach einer kleinen Stadt aussieht. Mhm. Gut, Leute. Das war's mit diesem kleinen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr findet den Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Es war ein bisschen winterlich. Mir hat aber ein bisschen hier was gefehlt. Muss ich wirklich sagen. Also ein bisschen Winter fehlt hier. Die Winterstimmung. Ein bisschen Schnee. Nicht nur hinten dieser kleine Bereich. Der war halt nicht so toll. Nee. Da würde ich nochmal was reinpacken. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst. Euer Xerox. Ciao, ciao.